Next News Nummer 70, da sind wir wieder mit diesen News aus der Woche. Porsche Taycan Weltpremiere, am Mittwoch war es soweit, er wurde nun endlich mit allen Eckdaten vorgestellt und gezeigt. So sieht er aus und das kann er, Eckdaten hier bei uns in den Next News. Außerdem Neuigkeiten für Model 3 Kunden der ersten Stunde, also Teslas treueste Fans, die da ganz früh ein Model 3 bestellt haben. Da gab es eine Neuerung im Account, es gab was geschenkt sozusagen. Preisschock beim Hyundai Kona für das Modelljahr 2020, da hatten wir ein Video dazu gemacht und haben noch ein bisschen Nachlese, ein paar Tipps zum Konfigurieren und auch eine Umfrage, 1000 Leute haben da teilgenommen, die wollen wir euch zeigen. Der Ego Live aus Aachen nimmt langsam Fahrt auf, die Betonung liegt auf langsam, wir haben da also auch ganz früh einen reserviert und wir sagen euch, wie die Produktion und anläuft und Bestellung abläuft bei diesem Auto. Facelift für den Smart EQ wurde vorgestellt, da liefern wir ein paar Eckdaten. Und wird VW Preisbrecher im Kleinwagensegment, auch da gab es diese Woche einen Knaller. Da haben wir die Eckdaten für euch. Und Neues von Next Move, zum einen Senkung der Mietpreise bei ausgewählten Fahrzeugen in der Flotte. Update zum Audi e-tron Rückruf, von dem wir betroffen sind mit 3 Fahrzeugen. Neues aus der Tesla-Service-Hölle, da haben wir so ein bisschen Nachlese zu unseren Langzeitausfällen. Ich bin nächste Woche auf der IAA, kleine Ankündigung dazu und ein User-Video zu einem Trick, was die Batteriekühlung bei Nissan angeht. Am Mittwoch war es nun endlich soweit, der Tesla-Fighter Porsche Taycan, selber bezeichnet ja Porsche das Auto nicht als Tesla-Fighter, aber der Taycan wurde jetzt endlich vorgestellt, aus einem Konzeptcar wurde ein Serienfahrzeug, an 3 Standorten weltweit wurde er präsentiert, jeweils in Bezug auf erneuerbare Energien, die das Auto antreiben, zum einen Wasserkraft an den Niagara-Fällen, dann in Neu-Hardenberg in der Nähe von Berlin vor einem großen Solarpark und vor einem Windpark auf der chinesischen Insel Pingtan. Schauen wir auf die Zahlen. Zum Start gibt es den Taycan in den 2 oberen Varianten, nämlich den Taycan Turbo, ja so heißt er wirklich. Der beginnt bei 152.000 Euro und der Turbo S bei 185.000 Euro beginnt, weil auch bei Porsche sind da eben jeweils noch viele Extras zu konfigurieren. Später kommen dann noch 2 günstigere Varianten. Unter anderem auch ein Heckantrieb, der in ungefähr einem Jahr, also Anfang 2021, dann ausgeliefert werden soll. Batteriekapazität ist überall gleich, 93,4 Kilowattstunden wurden da verkündet. Es gibt 2 Motoren, der hintere hat etwas mehr Leistung und ist zudem mit einem Zweiganggetriebe kombiniert, was da also für eine bessere Performance ab 100 km/h aufwärts sozusagen noch sorgen soll. Der Turbo S kommt auf eine Leistung von 460 kW mit einem Overboost-Modus, kurzfristig sogar 560 kW. Das Ganze ermöglicht dann 0 auf 100 in 2,8 Sekunden und weniger als 10 Sekunden auf 200 km/h. Leergewicht bei dem Auto liegt bei 2,3 Tonnen und die WLTP-Reichweite wird mit 412 bzw. 450 km angegeben. DC-Ladeleistung liegt bei maximal 270 kW. Das Ganze wohlgemerkt mit einem 800-Volt-System. Das ist also das erste Auto, was serienmäßig mit einer Verdopplung der Bordspannung sozusagen an den Start geht. Und so können in 22 Minuten von 5% auf 80% nachgeladen werden, sofern die Ladesäule über die entsprechende Leistung verfügt. Die Rekuperationsleistung ist genauso hoch, nämlich 265 kW. Das ist also schon so, wie andere Autos fast eine Vollbremsung machen, so rekuperiert das Fahrzeug. Und zur besseren Ansteuerung dieser Leistung hat man also sich gegen ein One-Pedal-Driving entschieden und die Rekuperation auf das Bremspedal gelegt. Die Ladeleistung an Wechselstrom, Wallboxen sozusagen, liegt bei 11 kW. Ja, diese News sind offenbar auch in Kalifornien angekommen. Tesla hat indirekt reagiert via Twitter, wie man das so macht in Amerika, dass man den Rundenrekord des Porsche Taycan, den er da am 26. August auf dem Nürburgring aufgestellt hat, angreifen möchte. Der Rekord heißt also viertüriger vollelektrischer Sportwagen. Das war also das Kriterium, an dem man sich misst. Und wir haben gehört, dass Tesla mit einer Familienlimousine gegen den Sportwagen von Porsche antreten möchte. Wir sind gespannt. Das ist natürlich eine krasse Ansage auf dieses Sportgerät Taycan, der ja weniger auf Komfort, sondern mehr auf Performance ausgelegt ist und da sozusagen auf der Rennstrecke da auch sehr gute Leistungsdaten abgeliefert hat.
wie Tesla dagegen antreten will. Was macht Nextmove mit dem Porsche Taycan? Wir wollen natürlich dabei sein. Wir haben heute vorher aufgezeichnet, denn ich bin jetzt gerade beim Porsche-Händler und kämpfe mich gemeinsam mit dem Verkäufer durch den Konfigurator. Der gemeine Porsche-Kunde nimmt da gerne bitte einmal alles ankreuzen, volle Hütte. Lasst euch überraschen, was es bei uns in der Flotte gibt in Bezug auf Porsche Taycan. Positive Schlagzeilen gab es auch von Tesla. Nämlich, dass ein Versprechen aus der Vergangenheit eingelöst wurde, und zwar an alle die Kunden, die ganz, ganz zeitig ein Tesla Model 3 in Europa bestellt haben und sich für den sogenannten erweiterten Autopilot entschieden hatten, also die damals höchstmöglich konfigurierbare Autopilot-Variante. Einige Wochen später wurde also der Konfigurator neu gestrickt, der einfache Autopilot wurde Serie und es wurde das sogenannte volle Potenzial für autonomes Fahren eingeführt. Und den Bestellern aus der ersten Runde wurde eigentlich zugesagt, auf verschiedenen Wegen, dass da entsprechend kostenfrei ein Upgrade es geben soll. Und dann passierte lange nichts. Es gab sogar eine kleine Demo mit einer Blockade des Werktors in Tilburg von belgischen und holländischen Tesla Model 3 Kunden. Und jetzt ist es also soweit, im Account wurde es bei uns zumindest bei allen Fahrzeugen, die da betroffen waren, nachgepflegt sozusagen die Option volles Potenzial für autonomes Fahren. Und wir hoffen natürlich, dass auch alle anderen Kunden entsprechend versorgt wurden. Neues vom Hyundai Kona. Da gab es ein Upgrade und eine Modellpflege für den Modelljahrgang 2020. Akku, Antrieb und Reichweite bleiben soweit unverändert. Für die großen Akkus mit 64 Kilowattstunden gibt es jetzt einen 11 kW Lader. Der ist Serie. Die App über Bluelink, so heißt das Produkt, ist bei den kleineren Ausstattungen nur optional verfügbar. Man muss also das sogenannte Navi-Paket mit dazu kaufen. Es gab eine Pressemitteilung von Hyundai, die dann hier und da auch abgedruckt wurde, dass das Auto im Einstiegspreis 200 Euro billiger wurde und nichts weiter. Aber das Einstiegsmodell hat eben auch Navi und Tempomat verloren. Und wir haben also etwas genauer hingeschaut. Denn die Autos werden deutlich teurer, wenn man die Ausstattung berücksichtigt und dazu auch Anfang der Woche ein Video auf dem Kanal hier eingestellt. Grob vereinfacht könnte man also sagen, ausstattungsbereinigt, wenn man App-Zugang und 11 kW Lader mithaben will auf dem 64 Kilowattstunden Akku, wird das Auto ungefähr 3.500 Euro teurer zur vorhergehenden Konfiguration. Viele Kunden sind der Meinung, das ist zu teuer. Wir haben eine Umfrage auf YouTube gemacht, wo heute Vormittag sich schon fast 1000 Leute beteiligt hatten. Das ist das Stimmungsbild, was wir euch da vorstellen wollen. Ich würde lieber den 2019er Kona zum alten Preis kaufen, 26%. 1000 Euro Aufpreis wären gerechtfertigt, 13%. Bei 2000 würde ich auch noch mitgehen, 4%. 3500 Euro passen, E-Autos bleiben Zuteilungsware und werden gekauft, 9%. Da muss man aber wissen, dass Hyundai nächstes Jahr deutlich mehr Fahrzeuge in Deutschland verkaufen möchte, also auch Elektrofahrzeuge. Und letzte Antwortmöglichkeit. Hyundai hat den 2020er Kona aus dem Markt gepreist. Das sagen immerhin 48%. Ja, auch die Elektrohändler, sprich die Hyundai-Händler, die sehr stark das Thema Elektro forcieren, sind not amused, vorsichtig gesagt. Einer von ihnen ist Jürgen Sangel oder Hyundai Sangel aus Landsberg am Lech, der also auch eine Facebook-Seite hat, wo die Leute ihm folgen. Und Stand heute Vormittag war da also noch Funkstille, was die neuen Preise des Modelljahrgangs 2020 anging. Auch bei unserem Händler war ich diese Woche mal, Hyundai Freitag in Leipzig. Da schienen mir die Verkäufer etwas traurig zu sein und es sind also Händler, die das Thema pushen, die Kunden, also sozusagen neue, ganz normale Kunden, auch mit dem Thema in Berührung bringen wollen. Zum Beispiel durch elektrische Werkstatt, Ersatzwagen, die da in die Flotte aufgenommen wurden, um eben auch skeptische Kunden zu erreichen, wenn sie nur mal einen Tag das Auto kriegen. Sprich, Verbrenner musst du voll tanken, Elektro kannst du leer zurückbringen, welchen möchtest du haben? Und dann gab es dann von Hyundai eben für beide Modelle, für den Ioniq und für den Kona im Upgrade eine relativ heftige Preiserhöhung. Wir glauben, dass es Hyundai nicht einfach haben wird, 2020 genauso viele Autos oder mehr Autos, wie sie sich vorgenommen haben, als dieses Jahr zu verkaufen. Ja, zwei kleine Tipps haben wir an dieser Stelle noch. Zum einen, man kann im Prinzip die App und das Navigationspaket, wenn man auf die App verzichten kann, das Navi-Paket auch weglassen. Man hat dann immerhin auch das alte 8 Zoll Display und kann mit Apple CarPlay und Android Auto auch navigieren. Und der zweite Tipp, bei manchen Händlern gibt es kurzfristig verfügbar auch noch das aktuelle Modell, also ohne lange Lieferzeit. Wenn da also Interesse besteht, einfach mal zum Telefonhörer greifen und mal den einen oder anderen Händler anrufen.
Und Nextmove, wir haben auch eine Flotte an Gebrauchtwagen sozusagen, wo wir regelmäßig Fahrzeuge verkaufen. Aktuell sind auf der Homepage jedoch nur Fahrzeuge mit der kleinen Batterie eingestellt und zum Verkauf verfügbar. Diese Woche gab es auch Neues vom Ego live aus Aachen. Da sind wir auch Reservierer der ersten Stunde und bekommen natürlich die entsprechenden News, die die Reservierer da bekommen. Vor einigen Monaten hatten wir also unsere Reservierung gewandelt in eine Bewerbung um eine First Edition, aber bisher eben noch kein Auto bekommen. Das einzige Greifbare, was wir bisher haben, ist dieses kleine Täfelchen von Herrn Professor Schuh, aber eben noch kein Auto. Dann diese Woche zwei Mails. Man kann das Auto jetzt bestellen und wir wurden zur Probefahrt eingeladen. Aber beides geht aktuell nur in Aachen. Nochmal zum Mitschreiben, verbindliche Bestellung des Autos ist aktuell also nur persönlich in Aachen möglich. Und produziert werden ab Oktober ca. 50 Fahrzeuge in der Woche. Insgesamt will man also so dieses Jahr immerhin noch 600 Fahrzeuge auf die Straße bringen. Das Ganze zunächst also in der First Edition mit den bekannten Limitierungen, da die Freigaben noch fehlten, nämlich dass also aktuell keine Rekuperation und kein ESP zur Verfügung steht, weniger Leistung und demzufolge auch durch die eingeschränkten Funktionen auch weniger Reichweite. Die WLTP-Reichweite ist aktuell mit 89 Kilometern angegeben. Ja, dieses kleine sozusagen Erinnerungsstück, ich glaube, das war die Werkseröffnung, als wir das bekommen haben, würden wir auch verlosen. Wenn ihr es haben wollt, schreibt uns unten in die Kommentare und dann werden wir nächste Woche verkünden, wer es bekommen hat. Ja, auch zum Smart EQ gibt es Neues. Da war in den letzten Wochen das Auto nicht mehr bestellbar. Jetzt gibt es den Nachfolger. Das Design ist aufgefrischt. Das Auto ist ein bisschen windschnittiger geworden. Neue Farben sind ins Spiel gekommen und auch der Innenraum und der Konfigurator wurden also überarbeitet. Die Reichweite bleibt unverändert. Im Sommer in der Praxis schafft man ungefähr 120 Kilometer mit dem Auto. Ist also schon ein Fahrzeug für die Stadt gemacht. Optional ist der 22 kW Lader, wo ich das Fahrzeug in ungefähr 40 Minuten auf 80% laden kann. Batteriekapazität ist weiterhin bei 17,6 Kilowattstunden geblieben. Es gibt drei Ausstattungslinien und drei Pakete, die ich beliebig miteinander kombinieren kann. In Summe also 9 Varianten plus die Optionen, die da bei Rädern und Farben noch zur Verfügung stehen. Preise sind aktuell noch nicht bekannt, aber vermutlich wird sich da nicht viel ändern. Lieferbeginn aktuell auch noch offen, aber so lange wird es nicht mehr dauern. Den elektrischen Smart gibt es immerhin schon seit 7 Jahren und der Oliver hat uns ein Foto von seinem Smart gesendet, genauer gesagt vom Tacho. Er hat also einen von den ersten 2013er Jahrgang und hat es immerhin inzwischen auf 300.000 Kilometer mit dem Fahrzeug gebracht und sind immer noch die ersten Bremsen drauf. Ja, zwei Kandidaten für Kleinwagen 2020 haben wir eben vorgestellt, aber VW will da auch ein Wörtchen mitreden und könnte der Preisbrecher im Kleinwagensegment sein. Bisher gab es da also nur unverbindliche Ankündigungen zu den neuen Drillingen, so könnte man sie nennen, nämlich Kleinstwagen im E-Up-Format von VW, Seat und Skoda. Preiserwartung lag bei 20.000 Euro. Auch zur Reichweite waren da vorher schon Details durchgesickert. Gestern gab es die Pressemitteilung von VW zum E-Up. Der Einstiegspreis liegt bei 21.975 Euro, also etwas über 20.000 Euro. Aber das ist vor Prämie und auch vor Herstelleranteil. Das heißt, wenn man die aktuell gültige BAFA-Prämie noch abzieht, landet man bei 17.595 Euro. Und dafür kriegt man 32,3 Kilowattstunden Akku und 260 Kilometer WLTP-Reichweite. Das ist also eben, haben wir 89 Kilometer gehört, eine ganze Menge mehr. Und weiterhin auch die 8 Jahre Garantie bis 160.000 Kilometer auf den Akku. Also fast ein ganzes Kleinwagenleben lang gibt es da auf den Akku die Garantie. Wir hoffen natürlich, dass die Autos auch noch länger genutzt werden können und der Smart und der Ego Live werden es natürlich entsprechend schwer haben, wenn VW entsprechend auch Volumen in diesem Segment auf die Straßen bringt. Ja, Neues von Nextmove. Auch bei uns gab es Preisänderungen. Wir haben beim Renault Kangoo ZE33 einen neuen Monatspreis in die Preisliste eingefügt und beim Hyundai Kona auch neue Preise gemacht. Die Preise wurden jeweils gesenkt. Also Hyundai selbst erhöht die Preise bei Nextmove. Wir haben die Preise für die Miete dieses Fahrzeuges gesenkt. Außerdem haben wir im September auch weiterhin die Aktion für Smarts und die 40er Leafs. 2 Wochen mieten und nur 1 Woche bezahlen. Dann gab es Post von Audi, Rückruf unserer Audi e-tron betreffend. Wir hatten ja berichtet, dass wir da vor einigen Wochen oder Monaten so eine Art Warnschreiben bekommen haben. Da stand zwar Rückruf obendrauf, aber das Thema Termin, Werkstatt, Service
tauchte nicht auf. Wir wurden also nur vor einem möglichen Brandrisiko bei diesen Fahrzeugen gewarnt. Jetzt kam ein weiterer Brief mit tatsächlich der Aufforderung zum Werkstattbesuch. Das dauert wohl 3 Stunden ungefähr, aber die Autos müssen dann noch eine Nacht in der Werkstatt stehen, dass entsprechend sozusagen dann auch die Dichtmasse entsprechend aushärtet. Und die Audi e-Trons können eben jetzt repariert werden. Bei uns sind es Fahrzeuge der Series One, also sehr frühe Produktionszyklen, die da betroffen sind. Dann noch ein Update aus der Tesla-Service-Hölle. Da gab es eine Schrecksekunde am letzten Wochenende. Ein Unfallfahrzeug, das Fahrzeug hatten wir auch gezeigt in dem Video, wo wir über die Probleme berichtet hatten. Unfalltag war also 11.05. Und am letzten Wochenende hat das Fahrzeug eine Meldung über die App gesendet, dass es gerne mal geladen werden möchte. Es stand da also mit 0% Ladestand im Bodyshop. Finden wir natürlich nicht so lustig, wenn das mit unseren Fahrzeugen gemacht wird und die da stehen gelassen werden. Aber er hat es überlebt und wurde dann am Montagmorgen geladen und dann diese Woche auch an uns übergeben und darf inzwischen Mieter in Berlin beglücken. Probleme gibt es auch bei dem zweiten Langzeitausfall. Der war Ende Juni im Bodyshop in München gelandet und war uns eigentlich eine Fertigstellung schon vor einer Woche angekündigt. Wir haben dann auch mehrfach nachgefragt und keine Antwort bekommen. Dann gestern gab es eine Antwort, nämlich dass ein defekter Gurtstraffer wohl offenbar noch übersehen wurde. Und Ersatzteile sind ja eben das Problem, auch im Bodyshop, dass die Fahrzeuge nicht wieder auf die Straße kommen und teilweise sehr lange ausfallen. Das Teil sei bestellt, aber kein Liefertermin bekannt. Wir haben dann also nochmal an anderer Stelle nachgefragt und heute erfahren, dass für Montag ein passendes Teil beschafft werden konnte. Ersatzmobilität wurde ebenfalls angeboten mit einem Tesla Model S. Das Problem besteht aber darin, dass unsere Model 3 Mieter meistens kein Model S wollen, sondern tatsächlich auch eine Kaufentscheidung treffen wollen und deswegen das Model 3 auch mal ausprobieren wollen. Wir hoffen also, dass die Miete dann nur mit 1, 2, 3 Tagen Verspätung entsprechend starten kann, auch bei diesem Fahrzeug. Aber es gibt zu diesem Thema auch viele positive Berichte in den sozialen Medien. Viele Leute schreiben also, dass sie gute Erfahrungen mit dem Service gemacht haben. Das haben wir ja auch gesagt, wenn man einmal zum Service durchgedrungen ist und die Teile entsprechend auch verfügbar sind, dass man dann in kurzer Zeit und in der Regel auch gut bedient wird. Man könnte auch sagen, die Kunden freuen sich, dass sie, wie man es erwarten kann, jetzt entsprechend auch bedient werden. Dann nächste Woche IAA in Frankfurt, da ist Start. Ich werde 2 Tage auf der Messe sein und auch die Kamera mitnehmen und versuchen, da ein paar Impressionen einzufangen, versuchen, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und euch da dann demnächst auch zu berichten, was ich auf der IAA erlebt habe. Und zum Abschluss hat uns der Tobi noch ein Video geschickt. Ihr kennt ihn vielleicht aus dem Vanlife-Video, was wir vorletzte Woche auf dem Kanal hatten. Er wohnt also im ENV 200 und war mit dem Fahrzeug auf Langstrecke. Und RapidGate und Nissan ist natürlich ein Thema. Das heißt, der Akku erwärmt sich beim Fahren und beim Laden. Das macht jeder Akku. Aber mit der Kühlung ist es so ein bisschen schwierig. Im Gegensatz zum Leaf hat der ENV 200 eine Batteriekühlung. Die läuft aber nur, wenn die Zündung an ist an der Ladestation. Das heißt, Zündung an heißt, man kann das Auto eigentlich nicht verschließen. Aber der Tobi zeigt euch, wie es trotzdem geht. Sorry fürs Hochformat. Wir wollten euch das aber nicht vorenthalten und sehen uns wieder nächste Woche in den Next News. Trick 17 für die Langstrecke mit dem ENV 200. Wie wir alle wissen, ist das Thema Batteriekühlung ja ein Thema, denn sie funktioniert nur, wenn die Zündung an ist. Und wenn man quasi die Zündung beendet und das Auto verriegelt, dann wird das Auto oder die Batterie wird schneller warm, als man sich das wünscht. Und jetzt sind wir hier schon bei der dritten Schnellladung und der Akku hat sich schon ein bisschen erheizt. Und jetzt gibt es einen Trick, allerdings nur für ENVs, ENV 200 Kastenwagen ohne Trennwand oder für die Evalias. Und zwar geht man folgendermaßen vor. Erster Schritt, ganz wichtig, den Schlüssel in die Hosentasche stecken, sonst kann das Ganze sehr böse enden. Dann verriegelt man das Fahrzeug manuell und klettert nach hinten in den Laderaum oder in den Wohnraum, wie ich es auch so gerne nenne. Und dann entriegelt man hier manuell die Schiebetüre. Und dann geht auch wirklich bloß diese eine Türe auf, was ganz praktisch ist. Und dann verriegelt man sie sofort wieder. Und jetzt kann man hier schön aussteigen. Und genau, er meckert zwar ganz kurz, aber sowohl die Schiebetür ist verriegelt, als auch die Fahrertür und alle anderen Türen auch. Und ja, das Fahrzeug ist an, es kühlt weiter und man kann jetzt einen Kaffee trinken gehen. Beim Entriegeln nimmt man quasi den manuellen Schlüssel hier aus dem Fahrzeugschlüssel und kann dann einfach wieder entriegeln. Er entriegelt dann auch komplett
Ja, und danach kann man weiterfahren. Lustige Sache und ist eigentlich ganz gut mal zu wissen.